Der Einheimische soll seine 19-jährige ehemalige Lebensgefährtin, ihre Eltern, ihren Bruder und einen Freund der 19-Jährigen im Wohnhaus der Familie erschossen haben. Das Urteil ist vorerst nicht rechtskräftig. Der Wahrspruch der Geschworenen fällt einstimmig aus. Der 26-Jährige hat sich zu Prozessbeginn schuldig bekannt. Hintergrund der Tat soll die Beendigung der mehrjährigen Beziehung durch die 19-Jährige im Juli 2019 gewesen sein. Nach der Tat stellt sich der Angeklagte. Er fährt zur Polizeiinspektion Kitzbühel, übergibt dort den Beamten die Tatwaffe und erklärt, dass er soeben 5 Menschen getötet hat. Laut der Psychiaterin Adelheid Kastner ist der Angeklagte zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähig. Auch eine alkoholbedingte Beeinträchtigung kann laut Kastner ausgeschlossen werden. Der Täter könne sich selbst nicht erklären, warum er tat, was er getan hat. Er versuche nun, das Geschehene aufzuarbeiten und damit umzugehen. Auch seine Verteidigerin versucht in ihrem Schlussplädoyer zu erklären, wie es zu der Tat kommen konnte.